Wir bieten die Sporttherapie jetzt auch bei Krebspatienten an, weil die aktuellen Studienergebnisse zeigen, dass gerade auch bei Krebspatienten, die sich ansonsten ja immer geschont haben, die Bewegung, die sportliche Bewegung hilft, die Therapie zu verbessern, das Überleben sogar dann zu verlängern, zu sichern und vor allem dann die Lebensqualität dann auch für diese Patienten steigt, dass sie eben diese Therapie besser vertragen. Deshalb bieten wir das an als ganz neues Angebot im Versorgungsalltag. Chronisch Kranke, die bisher immer nur ihre medizinische Behandlung bekommen haben und die Perspektive haben, dass sich ihr Zustand verschlechtern wird, können durch Sport als Therapie eine neue Hoffnung bekommen. So ist der Insulinverbrauch bei Diabetikern gesenkt worden. Sie kamen mit weniger Insulin aus. Die Lebensqualität hat sich wesentlich erhöht und auch die Belastbarkeit von den Menschen, die vorher sehr geschwächt waren, hat sich stark verbessert, sodass insgesamt eine neue Perspektive für chronisch Erkrankte gegeben werden kann, und das ermuntert uns, dort auch weiterzumachen. Die TK bietet heute ein sehr umfassendes Angebot für Krebspatienten an. Zum einen haben wir Entscheidungshilfen, dass jemand auch Orientierung bekommt, was er machen muss, wenn er die Diagnose Krebs gestellt bekommt. Zum anderen haben wir den Zugang zu modernsten Möglichkeiten in der medizinischen Versorgung. Es gibt neue diagnostische Möglichkeiten, neue therapeutische Möglichkeiten, und dafür steht die TK, mit dem Fortschritt Schritt zu halten und da die modernsten Möglichkeiten für Krebspatienten anzubieten. Sporttherapie und Internet, wie soll das gehen? Das geht, weil wir damit die medizinische Exzellenz vor Ort, den Sportmedizinern, mit den technischen Möglichkeiten verbinden. Ich kann also auch meine Sporttherapie zu Hause machen, werde dann über die Fernüberwachung dann sichergestellt, dass mein Training richtig läuft, dass die medizinischen Werte passen und der Sporttherapeut dann auch das justieren kann, wie mein Training zu Hause verläuft und das auf meine aktuelle Belastung, auf meine aktuelle Erfolge entsprechend einstellen kann. Das ist eine Zukunft, die sich jetzt hier ergibt, und die wollen wir gehen.